heißt Robin Hartl und der hat mitgeholfen, der heißt Fabian. Okay. Ja, wir haben uns ein Auto so aufgemutzt und wir haben mit denen so gedacht, dass das eben, das haben wir so da, dass das, wenn uns reinpufft, dass nicht gleich der ganze Motor kaputt wird. Und das ist auch da auch, eben, dass kein Regen und so einer kommt. Und das ist auch, wenn, dass uns hinten keiner reinpufft, dass er uns weh tut. Ja, und das da vorne ist nur so ein bisschen Zierde da, das da. Das cool ausschaut. Ja, und mein Lack haben wir halt auch noch gesprüht und da habe ich mir noch einen kleinen Trinkständer hingestellt. Nein. Ja, ein Go-Kart habe ich schon zu Hause, aber das, ich fahre auch schon länger nicht mehr mit denen. Und hättest du gerne ein Auto? Ja. Aber magst du nicht? Ja doch, ich möchte jetzt schon eins, aber ich bin nur zu jung. Glaubst du, dass ein Auto wichtig ist? Ja, für mich eigentlich schon. Ein Auto ist schon wichtig für mich. Ja, meine Familie, für denen ist ein Auto halt auch nur ein Auto. Wir fahren halt nur einmal einkaufen oder so. Aber für mich ist ein Auto halt kein richtiges, sondern das ist für mich einfach, das gehört dazu, ein Auto. Mit einer extrem schönen Chromlackierung und megamäßigen Know-how. Wir haben zum Beispiel. Wir haben da zum Beispiel einen extrem guten Frontspoiler. Der ist von der Aerodynamik derzeit das Beste, was man kaufen kann. Dann kommen wir ins Fahrzeuginnere. Im Fahrzeuginnere ist zwar ein bisschen eng, aber das macht nichts. Man hat Frontscheiben, die einfach nur aerodynamisch sind. Best ein Überrollkäfig hat man, also man hat wirklich alles Mögliche. Das war die Schuss. Das ist krank. Das sind die Plastikstäbe für ein Holz, das ist für das Held. Da Plastikschläuche, das einfach schöner ausschaut, hinten eine Fahne. Und die Lenker gemacht, dass man nicht abrutscht. Die Lenker sind extra gemacht von uns. Und das Dach ist, damit es nicht einregnet. Ja,